Und herzlich willkommen zurück zu dem DLC zu Resident Evil 8. Ja, in der letzten Folge haben wir uns bis hier durchgekämpft und wir sollten... Ach so, genau, wir sollten jetzt das an der Blume ausprobieren. Das ist im Endeffekt unser Ziel, ne? Die drei Masken finden, ist klar, zum Innenhof zurückkehren. Genau, da sind ja auch ein paar Blumen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das mal in der Hoffnung, dass uns jetzt nicht noch was über den Weg läuft, weil wir haben nur noch 8 Schuss. Und das wäre quasi unser Tod. Achso, hier drauf können wir schon fokussieren. Moment, wie fokussieren wir denn mit R2? Pilzkern zerstören. Boah, okay. Krass. Pistolenmunition. Oh, wie geil. Hinter uns war jetzt nichts mehr, ne? Ich wollte gerade sagen, die sah gerade so rot aus. Okay. Oh, sag bitte, dass wir immer mit Pistolenmunition kriegen. Oh oh. Kann ich bis dahin fokussieren? Okay. Okay, geil. Richtig geil. Richtig, richtig geil. Okay, da hinten war nichts mehr. Wo waren das jetzt? Da oder da? Da war die Treppe. Okay. Ja, wie immer, wenn ich Resident Evil spiele, ich liebe dieses Spiel, aber ich hasse es, selber durchlaufen zu müssen. Weil, ja, nicht nur wegen dem Erschrecken, ich meine, das hält sich ja meistens noch in Grenzen. Aber eben auch so dieses... Oh, oh. Aus Lungen geht's nicht. Muss ich's halt beseitigen. Ja, aber wie? Bis hier kann ich noch gehen? Ach, da oben. Ah. Okay. Kann ich da jetzt so durchgehen oder muss ich warten, bis es weg ist? Warte lieber ab, bis das weg ist. Nicht, dass ich da jetzt noch irgendwie... Gut. Das hört sich aber nicht gesund an. Oh, und ich dachte gerade, das ist jetzt so ein Riesenvieh oder so. Fickt euch! Oh. Ich dachte gerade, weil sich das so komisch angehört hat, da kommt jetzt irgendwie so ein Bossgegner oder sowas rein. Oh. Moment, Wartezimmer, Bibliothek, da musste ich, glaube ich, durch, um dann zu dem Zielort da zu kommen, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Oh. Ich habe aber nicht mehr viel Schuss. Achso, Moment, kann ich... Jetzt habe ich eine Chemikalie. Die dürfen mich aber nicht erwischen. Das ist das große Problem. Na gut, ich habe jetzt noch... geradeaus muss ich durch. Aber rechts ist auch noch eine Tür offen. Naja, offen ist relativ. Da ist eine Blume. So, was haben wir denn hier? Das hat eben schon meine Aufmerksamkeit. Großraummagazin. Mit Spezialzubehör können Sie im Inventar Ihre Waffen aufrüsten. Oh. Spezialzubehör für deutlich erhöhte Magazinkapazität. Kann ich das irgendwie Teil ausrüsten? Ah, Baby, komm zu mir. Okay, jetzt haben wir 16 Schuss da drin. Das ist natürlich geil. Ja, sehr geil. Hier können wir nichts mehr machen. Sehr, sehr geil. Aber da müsste hier doch eigentlich auch noch eine Blume sein, aber da ist keine. Moment, wo muss ich jetzt rum? Hier ist noch eine Blume.
Ja, Pistolenmunition, sehr schön. Sehr schön. Die ist aber wahrscheinlich schon aufgeladen mit 16. Naja. Okay, dann im nächsten Zimmer müssen wir ach, wieder diesen Zickzackkurs laufen, ne? Oh, dieses Knacken, ne? Ich bringe euch irgendwann um mit diesen Knacken. Hier ist aber keine Rose. Obwohl ich bin da, aber Rose. Erstmal gucken, ob hier irgendwas ist. Was mich denn angreifen könnte. So. Gucken wir hier nochmal. Ah, da ist auch noch was. Chemikalie. Sehr geil. Sehr geil. Sehr geil. Okay, ach so, aber wir haben jetzt kein Schießpulver gehabt, ne? Das ist nicht so geil, nicht so geil, nicht so geil. Aber wir haben zumindest schon mal Chemikalie. Das ist schon mal etwas. Okay. Hier ist soweit nichts. Irgendwo hier, da oben ist noch eine Blume, die aber geschlossen ist. Bin ich vielleicht zu weit weg oder? Nee, die ist gar nicht geschlossen. Das sah nur so aus. Okay. Oder öffnet die sich, wenn ich zu weit weg bin? Das kann natürlich auch sein. Da müsste ich mal drauf achten. Sag bitte nicht, dass sie hinter mir kommen. Nee, ich vermute, die kommen von der Seite. Ist da noch was? Die hinterlassen aber nichts, ne? Die gehen einfach so kaputt. Oh, und schon habe ich wieder fast keine Munition mehr. Ihr wollt mich doch verarschen. Also dieses Spiel ist irgendwie. Ich will nicht wissen, wie das dann auch schwer gespielt wird. Die greifen mich hoffentlich nicht an, so zwischendurch. Hier ist aber keine Blüte, die ich machen kann, oder? Kommt hier einfach so raus. So, geradeaus die Tür ist zu. Also bin ich durch die linken gekommen. Moment, ist hier auch? Nee. Manche haben so eine Knospe, manche nicht. Das ist ein bisschen verwirrend irgendwie. Okay. Oh, verarsch mich nicht. Warte mal, das ist genau da, wo ich hin muss. Oh, verarsch mich nicht. Oh. Kommt der, bevor ich durchgehen kann? Oder muss ich jetzt da durchlaufen? Weil es ist ja dieser Teil außen. Also wenn ich jetzt geradeaus nichts sehe, würde ich sagen, laufe ich nach geradeaus durch. Ehrlich. Achso, nee, das war das Auge, da kann ich ja nichts. Ich sehe aber geradeaus was, nämlich dass es zu ist. Der ist rechts von mir, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich habe die Bronzemaske erhalten. Hä? Wo ist der hin? Hä? Ach so, da ist es mein Ziel, die Bronzemaske zu erhalten. Das kann natürlich auch sein. Moment, was ist hier? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das scheint die silberne Maske zu sein.
Tür mit einem Auge, tief unten im Keller. Ah, okay. Die einäugige Tür öffnen. Hier ist doch gerade so ein Viech durchgelaufen. Das ist keine Knospe da oben, ne? Ich dachte gerade, was hängt denn da oben drin? Okay, dann haben wir schon mal die Bronzemaske. Ja, endlich. Okay. Lass mich erst mal gucken, Moment. Das ist diese komische Tür, ne? Achso, die einäugige Tür, da müssen wir auch hin. Ich habe hier noch nicht alles erledigt. Also anscheinend muss ich hier noch irgendwas finden. Ach so, einäugige Tür, dreieugige Tür. Ah, verstehe, dahinter sind dann die Masken. Dreieugige Vitrine. Und da ist die Haupthalle, wo ich hin muss, ne? Oder? Doch, da waren doch die Masken. Das heißt, ich müsste jetzt theoretisch den Weg wieder zurück in die Richtung. Ja. Wo sich mir vermutlich was entgegenstellt. Aber Moment, ich sehe ja gerade was. Ich hoffe jetzt nicht, dass der eine dann da durchkommt. Da komme ich dann an die Tür. Wo ich eben rausgekommen bin, glaube ich, ne? Oder? Nee, Moment. Ja doch, klar, da bin ich eben rausgekommen. Aber hier draußen habe ich irgendwas definitiv noch nicht erledigt. Ich weiß nur nicht, was. Es kann natürlich sein, dass die Pflanzen mit dazu gerechnet werden. Klar, wenn man was einsammeln kann hinter den Pflanzen, ist ja logisch. Oh, Pistolenmunition, sehr geil. Sehr geil. Okay, ist aber immer noch rot. Da oben kommen wir unter anderem zu der Tür. So, das heißt, wir gehen jetzt hier rein. Ich weiß, ich muss hier immer überall gucken. Und das nochmal dreimal bestätigen, was ich hier mache. Mach Pause. Willst du mich verarschen? Stimmt was nicht? Nichts stimmt. Das war alles nicht so geplant. Das ist richtig. Warum nicht gehen? Nein. Ich brauche immer noch diesen Kristall. Darum bin ich hier. Nimm. Danke. Eine Erste-Hilfe-Arznei. Sehr, sehr geil. Dann haben wir schon mal zwei davon. Was sind das für komische Flecken bei mir jetzt auf einmal drin? Ja, der eine hat mich erwischt, ne? Ich würde sagen, vielleicht nehmen wir die. Jetzt sind die Flecken weg. Ich will die nicht zu früh nehmen. Ich will die eigentlich erst nehmen, wenn es rot ist. Aber das sieht so aus, ob das irgendwie kurz vorm Rotsein ist oder so. Ich weiß, ich nehme sie jetzt einfach mal. Ach ja, wir kennen es aus dem 7. Teil. Also ihr noch nicht, weil ich es noch nicht hochgeladen habe. Aber dass man sich einfach mal so über verletzte Körperteile und so weiter. Wieso hat er jetzt. Dein Ernst jetzt? Untersuchen. Nee, ich wollte eigentlich. Ach so, mit X wollte ich das eigentlich bewegen. Keine Ahnung, warum der das jetzt da weggenommen hat. So, das heißt, da kämen wir wieder zur Küche. Ich weiß gar nicht mehr, was mit dem Raum war. Der war versperrt. Wir müssen auf jeden Fall zur Haupthalle. In der Hoffnung, dass das immer noch ein Safe Room ist. So, wir machen erstmal die Tür noch auf. Okay, perfekt. Wo kommen wir denn? Achso, das war die Abkürzung zu der Stube da hinten. Aber im Endeffekt haben wir hier alles soweit. Das ist schon mal gut. So, dann. Doch, eine Maske hatten wir, genau. Frage ist nur, welche? War das die richtige? Oh, scheinbar ja.
Okay, dann nehme ich mal an, das wird dann die mit dem zwei. Ach so, zwei Auge, drei Auge. Ja, man sieht diese komischen Striche da drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Anstelle von den Augen. Ah, da habe ich zufällig richtig gelegen. Ja, geil. Okay, das heißt, wir müssen die einäugige Tür öffnen. Aber wie sollen wir das machen? Wir können. Das muss ich mal eben. Wir können die doch eigentlich gar nicht öffnen. Oder war da. Können wir das mit den Kräften irgendwie machen? Das können wir mal ausprobieren, ob wir das mit den Kräften machen können. Ich werde aber noch mal kurz zwischenspeichern und dann gehen wir direkt dahin. So, da hinten haben wir noch eine dreieugige Tür. Naja, gut, er hat gesagt, wir sollen als erstes durch die einäugige Tür gehen. Was ist jetzt wieder? Ach nee, das waren die Türen, ne? Pass auf dich auf. Ja. Versuch ich ja, aber dieser Irre und seine creepigen Freunde machen es mir nicht gerade leicht. Lauf weg. Ja, kann sie kaum alle erledigen. Weiß ich nicht, aber im Moment sieht es nicht so aus, weil wir unheimlich wenig Munition haben. Okay, Moment, wo war die jetzt? Wenn wir hier oben rechts rüber gehen quasi, ne? Frage ist jetzt nur, kommt dann hinter uns irgendwas, wenn ich hier durchgehe? Ach, können die. Ach so, doch, ist eine Treppe. Aber wir können nicht bis zum Ende durchgehen, okay. Ja, mich würde mal interessieren, ob hier tatsächlich noch. Konnten wir das eigentlich nehmen oder nur? Nee, nur zurücksetzen, ne? Ja. Das ist die einäugige Tür. Hier waren wir aber schon mal, glaube ich, ne? Wie soll ich die öffnen? Offenbar nicht mit meiner Kraft. Ein Gefäß mit einer Substanz, das die Myzetkräfte steigert. Ach so, da muss ich immer ein neues finden für jede Tür, oder wie? Das kann ja nicht verwendet werden. Ja, wie soll ich die denn öffnen? Also mit den Kräften geht's nicht. Ich probiere das nochmal von ein bisschen weiter weg oder ein bisschen gezielter oder so. Damit geht's auch nicht. Aber er will immer, dass ich irgendwas Wichtiges da reinmache. Gut, vielleicht kommen wir da rein, wenn wir durch die. Ach nee, Moment. Das war ja keine neue Tür. Die Tür ist verschlossen. Aber Empfangszimmer und so weiter haben wir ja auch alles. Was ist denn hier rechts? Kann ich da. Warum ist das da oben so hell? Kann ich da irgendwas runterschießen? Warte mal, da ist eine Blume, ne? Schießpulver, sehr geil. Aber, ach so, nee, Schießpulver fehlte uns noch, ne? Ja, okay. Sehr, sehr geil. Gut, aber das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Beziehungsweise, ach, da kommen wir nicht hoch. Ist denn hier eine Knospe oder sowas? Auch nicht. Okay, also da ist quasi abgeschlossen. Die anderen sind wir schon mal durchgegangen. Treppen hoch. Kommen wir hier hin, da haben wir aber auch alles. Im Bereich vor der Werkstatt hatten wir nicht alles. Müssen wir da nochmal zurück?
Könnten wir noch mal probieren. Moment. Einäugige Tür. Jetzt gucke ich hier gerade. Genau, ich laufe jetzt genau falsch rum. Dann müssen wir noch da. Hätte ich das hier nicht gerade runtergeschossen? Das wird so unheimlich spät. Wird das heller. Das ist irgendwie... Genau, da kamen wir her. So, dann kriegen wir die dreieugige Tür auch nicht auf, wenn wir nicht irgendwas Bestimmtes haben oder finden oder... Ich weiß es nicht. Das sieht dann auch noch so aus hier mit dem Ding, ne? Durch die Bibliothek, also rechts halten. Links ist... Hier, war hier eigentlich verschlossen? Hatten wir das schon ausprobiert? Ja, ne? Ja, okay. Dann nochmal Bibliothek. Das war aber auch alles blau, ja. So, Moment, da ist die Tür. Das mit dem Laufen ist ein bisschen umständlich, deswegen gehe ich zwischendurch immer. Da muss ich dann geradeaus. Hier konnte ich nichts machen, weil hier keine Knolle war. Genau. Und da kommen wir nicht mehr hoch, denke ich mal. So, das war hier. Tja, da müssen wir jetzt nochmal gucken. Also wenn wir da irgendwas nicht mitgenommen haben oder nicht gemacht haben, keine Ahnung. Vielleicht war ja irgendwo noch so eine Knolle. Vielleicht hat hier irgendwas Wichtiges, ne? So, das ist jetzt hier dieser große Raum. Kann ich hier irgendwas kaputt schießen oder so? Ich weiß es ja nicht. Ah! Okay, es war Schießpulver. Dann haben wir jetzt hier alles. Na toll. Dann könnten wir theoretisch... Genau, könnten wir nochmal herstellen. Machen wir auch. Okay, das bringt uns jetzt allerdings nicht weiter. Im Speisezimmer... Ja, das Ding, die Vitrine, die kriegen wir ja nicht auf. Das ist ein Dreieugiger. Obwohl, im Speisezimmer kann man anscheinend auch noch irgendwas machen. Weil wir haben auch blaue Zimmer. Also da gehe ich jetzt noch eben mit euch hin zum Speisezimmer. Moment, jetzt laufe ich in die falsche Richtung, genau. Ja, sollten wir da jetzt aber nichts finden, würde ich sagen, dass wir dann erstmal hier unterbrechen, damit die Folge nicht zu lange wird. Und dass ich mir das dann nochmal in Ruhe anschaue und euch dann bis dahin auch mitnehme. Was war das denn? So, geradeaus dann links. Geradeaus links ist nicht. Moment. Ach so, hier sind wir. So, dann... Rechts kommen wir nicht durch. Geradeaus weiter. Ich hasse diese Geräusche. Habe ich das schon mal erwähnt? Dann Bibliothek durchqueren. Genau. Hier finde ich immer noch ganz komisch, dass wir hier keine Blume finden. Ich bin immer noch der Meinung, da müsste eine Blume sein. Aber es kann natürlich auch sein, dass dann später nochmal Zombies da rauskommen. Dass deswegen diese Dinger hier noch sind. So, das war verschlossen. Da mussten wir die Treppe runter. Genau. Dann müssen wir uns gleich rechts halten und dann... Achso, da kommen wir gar nicht hin. Müssen wir über die Mitte. Und dann sind wir im Speisezimmer. Ja, habe ich da oben gerade was bewegen sehen? Ah ne, das war wahrscheinlich nur die Fackel. So. Und jetzt schauen wir mal, ob ich hier irgendetwas übersehen habe.
Aber ich sehe nichts. Die Tür führt zur Küche. Hm. Nichts hier auf dem Tisch. Ist das jetzt eventuell wegen dem Auge? Aber das kann doch eigentlich gar nicht sein. Ja, da haben wir nichts für. Es tut mir leid. Der wird ja auch nicht da rein. Genau. Ach, da kriegen wir die Schrot. Oh, ist das geil. Sehr geil. Das heißt allerdings, dass wir wahrscheinlich dann einen Bosskampf auch noch machen müssen. Schrot ist immer irgendwie was Schlechtes. Ja, ich wüsste jetzt nicht, was man hier jetzt noch machen könnte. Keine Ahnung. Hm. Die Türen sind alle zu. Im Vorraum. Ach so, im Vorraum. Moment, wir könnten theoretisch noch mal durch die Haupthalle durch. Und gucken, ob wir da irgendwas mit den Knospen machen können. Das war jetzt hier, ne? Nee, das war nicht hier. Das war die Abkürzung hier durch. Frage ist nur... Oh. Sieht nicht so gut aus hier. Da komme ich tatsächlich dann nicht mehr in den Vorraum zurück, aber ich käme noch links rein. Da ist noch eine Knospe. Hallo? Und das ist die Tür, genau. Okay. Erstmal keine Gegner, das ist schon mal gut. Ein Kraut, das ist noch besser. Das ist jetzt noch mal... Kann nicht verwendet werden. Ja, wie macht man denn diese blöden Dinger mit den Augen auf? Oh, das kotzt mich so an. Also hier haben wir noch einen Koffer mit einem Auge. Was ist das hier? Schießpulver. Sehr geil. Wir haben aber keine flüssige mehr. Nee, flüssige haben wir gerade nicht. So, haben wir hier noch irgendwas? Moment, halt, stopp. Da, nein. Ich kann mich an nichts erinnern. Nicht, wer ich bin oder welches Leben ich bis jetzt gelebt habe. Ich weiß nichts. Meine Erinnerungen sind so lückenhaft wie das Gesicht, das ich hinter dieser Maske verberge. Was bleibt, ist dieses Verlangen, dieser Hunger, andere leiden zu sehen. Die Verzweiflung in ihren Augen, ihre Schreie. Wer wird mein nächstes Opfer werden? Ich habe meinen treuen Diener. Er hat viele Gesichter. Wenn jeder dieser Schädel auch so hohl ist wie ein verblassener Kaninchenbau. Er ist mein bester Jagdhund. Und er wird dieses Häschen für mich hetzen. Oh, oh. Drei Schädel, dreiköpfiger Hund wie in Harry Potter. Das hört sich irgendwie nicht so gut an gerade. Ich glaube, ich weiß, warum wir dann das Schrot bekommen. Aber wir haben ja noch... Ja klar, wir haben noch nicht alles erledigt, weil wir das jetzt hier noch öffnen müssen. Ehrlich gesagt, ich bin gerade überfragt. Zur Stube kommen wir nicht zurück. Das heißt, wir können da oben auch nicht mehr durchgehen. Wobei wir da, glaube ich, in den Keller gekommen sind. Ne? Wir haben mehrere einäugige Dinger. Hier und im Speisezimmer haben wir nicht alles gemacht. Ich vermute, weil wir die Sachen benutzen müssen, dass es dann danach blau ist. Was auch komisch ist, weil dieses Ausrufezeichen hier in der Haupthalle, ne, da ist es ja auch blau. Ja, und die Küche, das ist noch abgeschlossen. Ich würde jetzt mal wieder auf den Weg zurückgehen. Hier kann man auch tatsächlich keine Knospe, gar nichts machen, ne? Hm. Es tut mir leid, aber es ist nun mal ein komplett... da ist noch was. Ein komplett neues DLC. Und da weiß natürlich noch keiner, was man da eigentlich machen muss. Außer die Leute, die es schon gespielt haben. Ich konnte ja wegen der Migräne leider nicht.
So, da unten liegt jetzt nichts, so wie es aussieht. Und hier oben liegt auch nichts. Hatte das jetzt irgendeine Bewandtnis? Ach, Moment. Speisezimmer ist aber unten. Haupthalle? Aha. Okay, da hinten ist wieder was. Rechts ist was. Moment, wo geht das denn hier? Da geht's zum Wartezimmer. Ja, ich würde sagen, dann haben wir doch nochmal einen komplett neuen Bereich hier gefunden. Handgezeichnete Karte, das heißt vermutlich... Ja, es ist nicht die Karte zu diesem Raum. Ja, dann würde ich sagen, dass ich jetzt hier nochmal eben abspeichern gehe. Nicht, weil wir jetzt so viel gemacht haben, sondern weil ich jetzt hier erstmal die Folge beende. Und dann würde ich sagen, dann wissen wir auf jeden Fall schon mal, wo wir in der nächsten Folge weiterschauen werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao!